gesucht, die man vielen langjährigen Zangeros und Tangeras bei ihrer Lieblingsbeschäftigung geradezu ansieht, begann bei mir als Sehnsucht. Ich sehnte mich nach dieser Sucht und weiß auch noch genau, wo und wann es begann. Beim Zuschauen in einer Tango-Schande irgendwo in Köln. Es war ein großer, hoher, irgendwie trapezförmiger Raum in einem verlassenen Industriegebiet, beheizt von einem gewaltigen Kanonenofen und den Menschen, die sich in diesem Raum aufs Intensivste bewegten. Die Bar, an der ich saß, bestand zum größten Teil aus aufgeschnitterten Holzspulen. Die Frau, die mich hierher gelockt hatte, zu 100% aus Tanzlust. Ich kannte und liebte den Tango bis zu diesem Zeitpunkt nur als Hörmusik. Und das vor allem in der Form des Tango, eines Piazzolla, Matteo oder Mussolini. An diesem Abend wurde auch das gespielt, aber nur sehr wenige und erst ganz zum Schluss, denn danach konnten sich wirklich nur sehr weit fortgeschrittene Tänzer und Tänzerinnen bewegen. Es war der Volkstango, der rhythmische Straßentango der 30er und 40er Jahre, der hier im wahrsten Sinne des Wortes den Ton angab. Und natürlich diese Frau, von der ich den ganzen Abend kein Auge lassen konnte. Es war eigentlich nicht diese bestimmte Frau, sondern die Tatsache, dass ich zum ersten Mal eine Frau so wahrgenommen habe. Als hingebungsvolle, ausdrucksstarke und zugleich selbstbewusste Tänzerin. Erst sah ich sie nur allein, dann zusammen mit ihrem jeweiligen Tänzer und später auch die anderen Paare. Die vielen Bilder dieser aneinander gelehnten oder geschmiedeten Menschen mit ihren immer wieder überraschenden Tanzfiguren wurden eins mit der Musik. Mit einmal verloren die Melodien ihre kitschige Süße, ihren für den nicht beteiligten Zuhörer oft so schrammeligen und leiernden Sound und gingen mir nicht nur ins Ohr, sondern auch unter die Haut. Ich vergaß die Zeit. Als ich das Lokal verließ, war es ein nach Mitternacht und ich wusste, dass ich diesen Tanz nicht nur von außen, sondern auch von innen erleben wollte.